Und damit wieder recht herzlich willkommen zu Shadows Awakening. Und wir gehen heute ins kaiserliche Grab Ein 5. kaiserliches Grab mit einer Art Schlüsselloch. Sollten wir wirklich damit herumspielen? Neben dem Schlüsselloch ist etwas eingraviert. Hier liegt ein Schlüssel begraben. Neben dem Schlüsselloch ist etwas eingraviert. Hier liegt ein Schlüssel begraben. Großartig! Ein Rätsel, wie ich das liebe. Ja, okay, die Rüstkammergräber. War das jetzt ein Bug oder? Ich meine, das Tor ist ja offen. Na, das geht ja gut los. So. Muss ich denn alles selbst machen? Ich habe so das Gefühl, das wird hier etwas schwieriger als die anderen kaiserlichen Gräber. Hier nehme ich jetzt auch jede Heilung mit, die ich kriegen kann. Nur mein Lehnsherr darf mich sehen und überleben. Okay, der ist immun gegen Schattenangriffe. Noch ein Knochenschlüssel. Das ist ja großartig. So.
haben wir denn jetzt eingesammelt hier? Knochenschlüssel. Der Lichtjebel Akda hat dir diesen gruseligen Schlüssel gegeben, der aus dem Knochen eines Zeigefingers geschnitzt wurde. Seine ursprüngliche Herkunft bleibt ein Rätsel. Ja. Das ist hier wirklich ein ganzes Ende schwieriger als die anderen kaiserlichen Gräber. Kann aber auch daran liegen, dass ich erst Stufe 23 bin und das ist ja, naja gut, nee, Level 24, das macht jetzt eigentlich nicht so einen großen Unterschied aus. Diese Herausforderung verlangt nach einem stärkeren Krieger. Jetzt haben wir hier wieder verschiedene Wege. Aber okay, hier komme ich nicht weiter. Hier wird mir zwar ein Weg angezeigt, aber da ist eine massive Wand. Wächter hatte ich ja schon wieder völlig vergessen. So, ich habe jetzt hier ein Schädeltor. Ha! Du solltest mehr trainieren. Ein Hebel. Alles klar. Das war jetzt die massive Wand von vorhin. Zum kaiserlichen Schlosser.
So, gut, damit hätten wir das jetzt hier auch. Da drüben, das sieht so aus, als wenn da auch noch was versteckt ist, aber es kann auch täuschen. Vielleicht ist das nur Deko. Da werde ich jetzt mal in diesen Gang weitergehen. Du bist schon tot. Und vorher noch mal ein bisschen Leben aufladen. Ich will mir meine Seelensteine aufsparen, so gut es geht. Was ich nicht brauche, kann ich noch verkaufen, richtig? So, ich habe ja jetzt hier neue Ausrüstung für unseren Freund gefunden. Immer noch keinen Helm. Ja, und mein Inventarplatz wird langsam knapp. Ich zeige euch wahre Macht. Ich kann mich immer nicht so leicht von Dingen trennen. Habe ich denn jetzt hier Schlüssel des kaiserlichen Schlossers? Okay, wohin der führt, müsste eigentlich klar sein. Was ich nicht brauche, kann ich noch verkaufen, richtig? Du solltest mehr trainieren. So, Schatztruhe des Meisterschmieds. Diese Waffen sind von guter Qualität, aber ich hätte mehr erwartet. Vielleicht ist das nächste Grab besser ausgestattet. Ah ja, wir wollen uns jetzt mal nicht beklagen. Auf jeden Fall habe ich das Grab jetzt hiermit abgeschlossen. Öffne mit den beiden Knochenschlüsseln das zweite Grab. Das zweite Grab? Das war ja so klar.
Das Questziel führt mich jetzt zu den Rotrauchbergen. Das ist natürlich die Frage, ne? Soll ich jetzt erstmal die Rüstkammergräber-Quest weiterverfolgen oder sollte ich mich jetzt um die Hauptquest kümmern? Ich könnte natürlich auch zum Kinotaph unten gehen und mal schauen, wo das Ziel dieser Quest liegt, weil ja, wenn ich da jetzt reingehe, ich probiere es einfach mal. Mal schauen, wo wir rauskommen. So. Und da ganz hinten liegt mein Ziel. Ein Schattenhändler. Der kommt mir wie gerufen. Ich muss unbedingt wirklich ein bisschen Zeug loswerden hier. So. Ach, der hat meistens auch nein, nicht kaufen. Nur Plunder hier. Angebot. So. Okay, also ich werde diese Quest jetzt hier erstmal weiter verfolgen. Rotrauchsucher, heute ist euer Clan nicht unser Feind. Lasst ihr uns passieren. Das Orakel ist geflohen. Zurzeit gibt es kein sicheres Geleit gegen Silber. Dann werden wir für den Durchgang gegen euch kämpfen. Macht euch bereit. Oh je. Runtergehen!
Zu schade, dass sie unser Geld nicht wollten. Der Rotrauch-Clan ist äußerst kriegerisch. Hat man gemerkt. Ich werde deine Seele kosten. Okay. Solltest mehr trainieren. Stellt euch hier zu. Das habe ich nicht mal gespürt. Gut, ein Stufenaufstieg. Der kam auch gerade wie gerufen. Ein neues Talent. Lebensentzug finde ich jetzt nicht schlecht. So, dann werden wir dann bei dir auch nehmen. Erhöht alle Heileffekte. Okay. Verringert die Kosten für Verzauberungen um 25%. So, weiter geht's. Wisset, was Verzweiflung ist? Also die letzten zwei sind aus. Und
Also die ersten beiden sind aus und dann ist die letzte an und da sind auch nochmal zwei aus. Das kann ich mir merken, glaube ich. Jetzt hier schon, also du musst aus, die ersten beiden waren aus, dann du und du. Schauen wir mal, was da drin ist. Knochenfäuste. Und wir haben Handschuhe gefunden, glaube ich. Ja, aber die sind jetzt auch nicht so besonders. Muss ich denn alles selbst machen? Das mir. Ich beende, was du begonnen hast. Du wirst untergehen. Okay. Das ist hier natürlich ein ziemlich gefährliches Gebiet. Ich werde mal kurz, bevor ich jetzt da unten weitergehe, meine Helden etwas regenerieren lassen. Das ist hier aber auch ein unwirklicher Ort, ja, also es sieht ja aus, als wenn das hier so ein Eisgebiet ist und dann mit diesen Lavaflüssen hier zwischen. So, mal schön alles erkunden. Eine Sackgasse, das ist aber jetzt wirklich ein bisschen sehr verdächtig. Aber okay, da geht's auch nicht weiter. Gut, ich würde mal sagen, dann mache ich an der Stelle auch erstmal wieder einen Cut. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.